Also ich wollte dann tatsächlich jetzt was über ZFS. Wer hat schon mal was damit zu tun gehabt? Wer hat schon mal gemacht? Also ZFS ist ein Dateisystem, das wissen schon alle, oder nicht? Warum sollte man sich darum kümmern? Falls ist es doch journaled, Time Machine, hat mich schon, falls irgendwas sein sollte. Ich benutze außerdem noch Git und Off-Site-Backups habe ich sowieso. Ich glaube trotzdem, dass man sich darum kümmern sollte, warum man nicht HFS verwenden sollte, wenn man was Wichtiges hat. Und zwar hat irgendwer von euch schon mal sowas gesehen? Mhm. Oh ja. Wer hat noch nicht gesehen? Also die Mehrheit von euch hat schon mal Diskfehler gehabt. Das macht keinen Spaß. Da passiert schon nichts. Man muss das nur aufrufen, Repair und das geht schon alles. Aber ach so, nicht immer. Nicht immer. Ich habe es heute ausprobiert. Ich habe Diskutil auf dem Sparse Bundle laufen lassen, dem ich unter dem Hintern weg die Dateien weggeworfen habe. Und Diskutil habe ich danach über Verify laufen lassen. Verify, alles gut. Ich so, was? Das ist aber die Datei. Hab mir mal die Dateien angeschaut, die werden corrupt. Da habe ich ein bisschen mehr runtergelöscht und irgendwann kam ich dann zu dem Punkt. Da habe ich aber schon ziemlich viel weggelöscht. Dass er dann so gesagt hat, nee, ist nicht mehr alles gut. Ja, das ist doch logisch, oder? Das kann doch kein Dateisystem dieser Welt leisten, oder? Dass ja. Man ihm Blöcke von der Festplatte einfach mal wegnimmt. Was? Fürs sowas. Also, Challenge accepted. Warum kann das schon Pictures? Also hat jemand schon mal JPEGs aufgemacht, wo komische Farben drin waren, an einer bestimmten Stelle? Hat das noch keiner gesehen schon? Mhm. Aber das kam dann vom Download. Ah, okay. Also das passiert halt auch, wobei das relativ selten ist. Aber gut, Time Machine, hat schon mal jemand Probleme mit Time Machine gehabt? Bin ich schon mal daheim? Kann nicht vorkommen. Meinst du, also, oh, ich muss dein Backup neu erstellen? Steht in der Werbung schon. Meinst du, hat die Time Machine ich hatte das Problem, deswegen ich überhaupt dann mich richtig um ZFS gekümmert habe, also mich interessieren Dateisysteme und fand das immer ganz spannend. Warum ich mich um ZFS gekümmert habe, war im Dezember, sind bei mir, ich benutze SSDs, sind auf einmal die SSDs weg, die Platte ist weg. Ich so, ja. Okay, kommt Time Machine. Backup Restore, halbe Stunde später, habe ich die Platten wieder da. Denke mir so, wo ich mich einlogge, so, den Bildschirm, der sieht komisch aus. Der ganze Hintergrund, die ganzen Dateien, die habe ich schon seit einem Monat nicht mehr gesehen, die habe ich schon weggeschmissen. Da hat Time Machine bei mir, auf meinem User-Verzeichnis, jede Stunde gesagt, Backup, durchgelaufen, alles okay, null Dateien gesichert, für einen Monat lang. Es hat noch kein Ausrufungszeichen gegeben. Es hat auch angezeigt, das letzte Backup war von einer Stunde her. Und das Problem war wohl, es gab einen Bug, der jetzt vielleicht gefixt ist, wenn man 10.6 mal zufälligerweise gebootet hat zwischendurch und dann 10.7 wieder zurück, dann hat Time Machine keine FS-Events mehr geschmissen. Und dann sagt, also das File-System hat keine FS-Events-Management, also ist Time Machine dann nicht mitgekriegt, da ist was passiert, da hat sich wohl nichts geändert, die Disk wird zwar immer weniger voll, aber da ändert sich wohl nichts, da passiert nichts, brauche ich nicht mehr für einen Monat. Ich habe so ein Glück gehabt, dass ich verschiedene Rechner habe, Git habe, mein Zeug synchronisiere noch und nicht nur mich auf Time Machine verlasse, sonst wäre das Zeug weg gewesen. Also ich habe da nur einen Tag verloren, in dem Sinne an Bildern. Und geht sowieso nichts. Also deswegen bin ich dann auf ZFS gekommen. Also im Januar oder Ende Dezember habe ich mich dann tiefer mit ZFS beschäftigt, weil da gab es eine Beta-Version von dem ehemaligen Entwickler von Apple, der den ZFS-Port gemacht hat, von Solaris. ZFS wurde auf Sun Solaris entwickelt. Die haben das gedacht als Dateisystem für die nächsten Dekaden. Nicht für eine Dekade oder für zwei, sondern für mehr, weil deswegen haben sie gesagt, wir wollen Datenintegrität, wir wollen transaktional sein, oder Datenintegrität kriegen wir hin über Transactional, also Copy and Write. Wenn ich auf HFS oder einem normalen Dateisystem schreibe, dann ändere ich tatsächlich die Daten in der Datei auf dem Block, auf der Festplatte, wenn ich die ersten 10 Bytes verändere. Bei ZFS ist es so, wenn ich die ersten 10 Bytes verändere, wird in dem Augenblick
nicht die ersten 10 Bytes verändert, sondern es wird ein neuer Block angelegt, da werden 10 Bytes abgespeichert und falls ich irgendwann mal fertig werde, dann wird das committed, das ist wie eine Datenbank in dem Sinne, wird es committed, die Transaktion, und dann habe ich die Sicherheit, dass ich die Daten, die zwischendurch geschrieben wurden, dass die alte Datei nicht kaputt ist, weil ich nur die ersten Daten geschrieben habe und nicht die zweiten. Dann hat es 4 und 128 Überblocks, die werden zwar Überblocks genannt, aber Überblocks geschrieben, weil es Amerikaner sind. 4 sind die live, das ist der oberste Knoten im Dateisystem. Bei ZFS funktioniert das so, anstelle von Bitmaps für Free Space und sowas alles werden überall B-Bäume verwendet. Und wenn ich eine Datei schreibe, jetzt wie zum Beispiel, ich schreibe eine neue Datei, dann wird die reingehängt unten ins Dateisystem, irgendwo in ein Verzeichnis, dann wird eine Kopie von dem Verzeichnis angelegt, wo die neue Datei drin ist, dann eine Überkopie von dem Verzeichnis, dann wieder eine Überkopie und ganz oben ist der Überblock. Deswegen, der ist überall, das ist der Root-Node sozusagen. Davon gibt es 4, die live sind, und zwar am Ende und am Anfang von der Festplatte, damit die Köpfe auf jeden Fall hin und her sausen müssen. Und es gibt 4, die irgendwie 1, 2, 3, 4 werden sie geschrieben, um da nichts zu verlieren, falls der Strom ausfällt. Und so ein Überblock enthält eine Transaktionsnummer, wo die Transaktionen, die committed wurden, in dieser Datendateisystem-Transaktion committed sind. Er kann also hergehen beim Hochfahren, sich das Dateisystem anschauen, er schaut sich erstmal die ersten 4 an, Überblöcke, schaut an, wer hat denn den höchsten Knoten, die höchste Nummer, liest das rein und sagt, okay, die ist korrekt. Korrekt liest dann darüber, dass das gecheckt worden ist, über eine SHA 256. 128 Überblöcke werden noch behalten, sozusagen staged. Die letzten 128 Überblöcke, die geschrieben wurden, werden noch gestaged. Damit kann man, falls mal wirklich den 4 was passiert, trotzdem noch 128 Schritte zurück. Checksumming, genau. Alle Daten, alle Metadaten und alle Daten im ZFS werden gecheckt. Und zwar nicht in den Blöcken unbedingt. Also ich glaube, der Überblock ist der einzige, wo es wirklich im Block ist. Bei allen anderen ist es so, dass die Checksumme für die Blöcke, die da drunter liegen, gilt. Das bewahrt vor Fehlern, die manchmal passieren. Man liest einen Block vom Dateisystem, von der Festplatte, liest den rein und wenn hinten jetzt die Checksumme ist, vorne sind die Daten, hinten ist die Checksumme. Dann liest man den Block rein, ah, die Checksumme stimmt. Was man nicht weiß, ist, ob es der richtige Block war. Weil es gibt Controller und es gibt Controllerfehler, die geben mir zufälligerweise den falschen Block. Weil der Cache invalide war oder der ist irgendwas in der Controller-Software kaputt war oder die haben von einem Ups. Das ist und jetzt etwas. Los, geht's. Wo war ich gerade? Controller-Fehler. Genau, Controller-Fehler. Also die haben ein paar Fehler erzählt, die sie gehabt haben mit ZFS, wo sie herausgefunden haben, dann später, wo sie ZFS verwendet haben, dass der Laser auf einer Fiber-Channel-Strecke, die sie über Laser angebunden hatten, blöd die Daten geschrieben hat. Die Daten selbst sind an dem Laser am Anfang richtig hingekommen und am Schluss halt nicht. Also das Checksumming ist für das Bitrot, also Bitrot ist, wenn Daten auf der Festplatte mit der Zeit umkippen. Das machen aber die Festplatten heutzutage selber. Also das kriegen sie raus, weil 30 bis 40% einer aktuellen Festplatte sind Checksum. Das sind nicht Nutzbits, sondern nur Checksumming-Bits. Das ist der Hammer. Die machen die ganze Zeit nur statistische Analysen, nur könnte ungefähr das sein. Das ist so. Das ist nicht so 1 oder 0, sondern so, ja, wahrscheinlich 1. Guck mal, die Checksum. Große Nullzahl. Phantom Misdirected Read Writes, das ist genau das, was ich gesagt habe. Wenn der Controller gerade missbaut oder so, dann kriegt man falsche Daten. Oder man schreibt was und das ist noch nicht wirklich geschrieben. Der Controller Labels, das habe ich schon gesagt. Automatic Error Detection Correction. Genau, das ist einmal erkennt man durch die Checksum, dass da ein Fehler ist. Und bei ZFS werden alle Metadaten mehrfach abgespeichert. Auch auf einer Platte.
also bevor man Mirroring anfängt oder sowas, wird auf meiner Platte werden Metadaten mehrfach abgespeichert. Dann kann man die erkennen, die Fehler, und auch gleich korrigieren. Also ZFS ist so, wenn es Fehler in den Metadaten oder so erkennt und korrigieren kann, werden die sofort korrigiert. Er erzählt irgendwas darüber, man sieht es, aber man kann das Dateisystem weiterhin benutzen. Start with Silvering. Normalerweise bei einem RAID-System oder sowas, dann kann ich sagen, ich möchte gern testen, ob die Daten valide sind auf der Platte. Dann geht er über die gesamten Blöcke von der Platte und checkt die Checksumme über das gesamte RAID, ob die korrekt ist. Das ist relativ langsam, wenn man eine große Platte hat und noch nicht viel drauf hat. Bei ZFS ist es so, es werden nur die Daten geprüft, die laut Dateisystem auch da sind. Das heißt, wenn ich ein Dateisystem habe auf einer Terabyte-Platte, was nur 10 Megabyte hat, dann werden nur 10 Megabyte geprüft und dann ist der Scrub, nennt sich der, das ist der live durchs File-System durchgehen und schauen, ob sich vielleicht irgendwo im Hintergrund was geändert hat. Dieser Check ist dann sehr schnell fertig. Wie oft kommt sowas? Den kann man anstoßen. Ich habe den bei mir in der Kontaktung stehen für alle 2 Wochen. Der macht dann Scrub. Okay. Das macht er nicht automatisch alle 10 Minuten? Und nein, das macht er nicht. Das kommt in der Kontaktung eintragen. Das lass es machen. Resilvering ist das, wenn ein Mirror wegfällt, aus welchem Grund auch immer, man tut eine neue Platte in das System rein, dann resilvert er das, also er spiegelt die ganzen Daten auf die Platte und das macht er auch nach dem gleichen System. Er nimmt nur die Daten, die halt da sind, nicht irgendwelche anderen. Also Lernlücke. Ein Z-Pool. Also bei ZFS gibt es einen Z-Pool zum einen, der besteht aus Z-Volumes, das sind die Disks, die Hardware so in der Regel. Dann kann ich zu diesem Pool, der dann so mein Storage-Pool ist, wo ich dann irgendwelche Dateisysteme mal später drauf haben werde, kann ich beliebig Disks später noch hinzutun unter Laufzeit. Ich kann sagen, so, ja, ich möchte gerne ein paar Disks dazu tun. Nachteil, man kann zurzeit keine Disks weg. Also man kann keine wegnehmen, außer es gibt Cache-Devices und Log-Devices und sowas, die kann man nicht wegnehmen, aber wenn man einmal eine Terabyte-Platte hatte und eine zweite dazu hängt, dann wird es nicht mehr kleiner. Man muss dann 2 Terabyte-Platten haben. Nichts mit ZFS auf USB-Key. Doch, das geht schon. Das geht schon. Du kannst dann ein ZFS-Dateisystem auf USB haben, das ist kein Problem. Genau, Attached Detached Mirrors, alles unter Laufzeit, aber man nicht irgendwie rebooten oder sowas. Support for Mirroring, RAID Z1.3. Das sind die Leute von Sun haben sich halt überlegt, dass RAID-Controller aus Hardware, sondern wir machen das in Software, weil Hardware-Controller haben sowieso ein Problem. Weil wenn ich 10 Platten habe und ein Datum auf diese Platten mit RAID schreibe, jetzt während dieses Schreibens fällt der Strom aus, dann sind eventuell 3 Platten so schon geschrieben und 3 noch nicht. Dieser Modus, dass du eine Commit-Transaction machst auf allen 10 Platten, geht nicht. Da gibt es noch nichts für, dass es direkt synchron geht. Da gibt es dann diese RAID-Controller, die machen dann sehr viel und sind sehr teuer. Die wissen aber auch nicht, was für Daten da geschrieben werden. ZFS ist das Gute, dass einmal dieser Volumenmanager und einmal das Dateisystem oben drüber in einem. Die wissen, welche Daten sie schreiben und sie machen das ein bisschen intelligenter, dass sie RAID-Z, dadurch, dass es transaktionell ist, sowieso kein Problem haben. Und sie haben eine variable Stripe Size. Das heißt, sie brauchen nicht unbedingt alle Platten anfassen, sondern nur die sie wirklich schreiben. Bei einem normalen RAID ist es so, wenn man einen Block schreibt, dann muss man auch wieder reinlesen und da gibt es noch mehr Fehler und da will man sich gar nicht mit auseinandersetzen. Das ist schlimm. Genau, was man noch machen kann bei RAID Z oder auch bei Mirroring ist, wenn man jetzt 1 Terabyte Platten kauft und nächstes Jahr habe ich 2 Terabyte Platten, dann tausche ich erst die 1 Terabyte Platte aus durch eine 2 Terabyte und dann eine zweite, die zweite Platte bei einem Mirror, sagen wir mal, dann habe ich automatisch expandet das ZFS zu den 2 Terabyte Größen. Nicht, bleibt nicht bei einem, sondern dadurch kann ich es halt auch vergrößern später, im Mirror. Spare Drives. Kommst du dann noch zu dem Modi, zu den RAID-Modi oder was bedeutet diese Z? Also Z1 bis 3 ist einfach RAID. Z haben sie es genannt, weil es dieses Software ist und nicht dieses Schreibloch hat vom normalen RAID-System. Du hast nicht das Problem halt. Und 1, 2, 3 ist einfach nur, wie viele Disks du hast, die kaputt gehen können,
bis deine Daten korrupt werden. Also bei Z1 hast du eine Disk kann ausfallen, irgendeine. Bei Z2 Disks können ausfallen. Du hast keine Fehler. Also Z2 ist so wie RAID 6, dann kenne ich mich nicht aus, wie die RAID Level sind. Die waren das von Firma zu Firma. Spare Drives werden halt auch unterstützt, dass man sagen kann, man hat halt ein paar Spare Drives, die werden dann automatisch genutzt, wenn mal eine Platte ausfällt. Funktioniert aber noch nicht unter macOS, soviel ich weiß. Man kann separate Block- und Cache-Devices haben, das ist ganz gut. SSDs sind billig geworden, man kann aber seine ganzen Datensatz nicht immer so in SSDs halten, also ich nicht. Und deswegen kann man halt billige Festplatten kaufen, ganz viele davon, und davor so ein Cache-Device, eine SSD nehmen. Dann werden die Daten da drin gecached. Das Cache-Device kann auch sozusagen fehlerbehaftet sein eigentlich, weil ZFS das ja mitkriegt, wenn Fehler sind, und wenn Fehler im Cache-Device sind, dann liest es halt aus dem Originaldaten nochmal raus. Also da haben sie recht viel nachgedacht. Durch dieses Transaktionelle von ZFS ist synchrones Schreiben relativ langsam. Wenn man synchron was schreiben muss, unbedingt, weil man eine Datenbankanwendung hat, wie eine Bank, die muss jetzt, die Beträge von Geld müssen jetzt überwiesen sein und das nicht mehr irgendwo in der Luft hängen, dann gibt es die Möglichkeit, separate Log-Devices, wo dann diese Transaktionslogs reingeschrieben werden, als Cache, als Puffer zu benutzen und davon auch mehrere. Die kann man auch mirroren, die Cache-Devices kann man mirroren. Und ich habe bei mir zu Hause das so, dass ich habe so zwei Terabyte-Daten als Mirror, wo mein Backup hingeht. Und davor habe ich ein Cache-Device, das gemirrored ist. So just for fun. Kann man, wenn man kann, dann macht man das halt mal so aus Spaß. Aber heißt das, dass die Transaktion, wenn du es sagst, synchron, du willst nicht warten, bis es alles fertig hat? Das heißt, es schreibt erstmal eine Transaktion in den Log-File, also in den Log. In das Log-Device und dann fängt dann kommt man wieder zurück. Okay. Das ist, wenn du ein Log-Device hast, dann musst du davon sicher gehen. Deswegen nimmt man auch bei Log-Devices immer definitiv immer zwei. Mhm. Weil wenn die ausfallen, dann ist halt diese Transaktion halt weg. Die dir in dem Fall ja wichtig ist, wenn du so ein Log-Device hast. Man kann auch das Logging, also dieses Synchrone kann man wie bei Linux oder anderen Unixen abstellen. Dann macht er das nicht, aber dann ist man halt so ein bisschen in der Luft immer. So 30 Sekunden oder bis zu einer Minute. Also ZFS halt greift sich allen RAM, den es kriegen kann, auf allen anderen Plattformen, auf dem Mac haben sie es leider eingeschränkt. bin ich böse drüber, weil der RAM jetzt unbenutzt liegt bei mir am Rechner. Das greift sich normalerweise allen RAM, um Caches zu füllen und dann alles aus den Caches rauszubearbeiten. Also Disk-Aktivität hat man bei ZFS in der Regel nur beim Schreiben, beim Lesen kaufen. Ja, stopp, ich habe nur eine Frage zum Einhängen von Platten, die man nicht mehr aushängen kann. Du sagtest, das ging noch nicht. Sie haben das mal angedacht. Dass man das auch können. Ich glaube da nicht mehr dran. Okay. Das ist denen nicht wichtig, weil die Leute, die da dran arbeiten jetzt, die sind von Sun weggegangen, weil Oracle, ja, von Sun wurde von Oracle gekauft. Oracle hat Mist gemacht mit ZFS, die haben es nicht mehr, die haben wohl die Developer verkraust. Nee, das war ja unklar, ob es überhaupt weitergeht, oder? Oracle hat ein Feature jetzt, die haben eine dusselige Option eingeführt, ist irgendwie. Also irgendwas, was völlig Nichtiges, haben sie jetzt eingeführt in der aktuellen Solaris-Version. Aber sonst haben sie den ZFS nicht mehr weitergearbeitet. Bei Oracles? War es nicht das Problem, auch, dass es ziemlich stark patentiert ist oder dass die Patentlage mit Oracle nicht so richtig klar ist? Also ZFS ist CDDL, also das ist frei. Das kannst du frei benutzen, das Einzige, wenn du den Source verwendest, dann musst du die Source, den Source-Code, den du angefasst hast, der rauskommt aus Sun, den musst du veröffentlichen, den Rest nicht. Okay. Diese Greenbytes-Jungs oder der Typ, der das jetzt weitermacht, sozusagen, der ist von Greenbytes, die haben sich zusammengetan und macht es weiter, der hat auch den Code veröffentlicht. Aber nur den Code, der von Sun kam. Da hat sich nicht viel geändert, weil das ist halt das ZFS-Standardsystem. Dass der Mac-Part, die ganzen Treiber und so, die Geschichte, die ist nicht frei. Genau. ZFS-File-Systeme, also wie habe ich dann, jetzt habe ich mein Storage-Pool, jetzt habe ich meine 10 Terabyte, was mache ich damit? Ja, da kann ich dann File-Systeme drauf generieren. Und zwar frei.
Ist sowas ähnliches wie Partitionen dann oder was sind Filesysteme? Sowas ähnliches wie Partitionen, nur ohne dass sie fix sind. Du kannst sie mal eben generieren und wieder wegtun. Du kannst mal noch ein neues generieren und Hunderttausende. Also man geht dafür, also wenn du viele Benutzer hast, ja, dann machst du für jeden Benutzer ein eigenes Dateisystem. Okay. Also das ist nicht Filesystem im Sinne von Reiser oder Express? Nein. Das ist Filesystem zwar in dem Sinne, weil du kannst es überall einhängen mit Mountpoint, aber das ist viel leichtgewichtiger bei ZFS. Und du kannst, deswegen macht man auch so viele. Sagen, dynamisch skalierbar von der Größe, oder? Ja, also du kannst sagen, es soll mindestens 50 GB dieses Filesystem freigehalten werden, aber es darf zum Beispiel nicht wachsen über 200 GB. Also mein Time Machine Backup mache ich ein ZFS-Dateisystem rein, weil die Root-Partition muss natürlich HFS haben. Und der dann nicht durcheinander, wenn plötzlich die Volume-Größe sich ändert? Nein, die Volume-Größe ändert sich dann nicht, weil die das halt maximal 200 GB gebe ich der. Und dann sagt er schon, ja okay, 200 GB, dann lösche ich wieder die alten Backups. Und dann zeigt der Finder so immer die 200 GB an, auch wenn die gar nicht mehr sind in Wirklichkeit. Genau. Kann man Fotoverfüllsysteme, genau, Snapshots. Snapshots ist ein sehr nettes Ding von ZFS. Man kann halt zu einem Zeitpunkt sagen, jetzt, dann wird der Status des Dateisystems in dem Augenblick eingefroren. Da kann man dann an einem Snapshot selbst, der in der Vergangenheit liegt, kann man nichts verändern. Man kann ihn wieder zurückholen, man kann ihn sich kopieren. Aber man hat, wie bei Time Machine auch, ein Backup, aber auf Dateisystemebene. Und das ist halt viel schöner wie bei Time Machine, dass erst durch alle Dateien durchgehen muss und langsam hin und her kopiert. Da ist halt wirklich so, jetzt. Und der ist unter einer Sekunde normalerweise. Also Snapshot ist Snapshot jetzt, Klick, fertig. Und da macht man auch viele von. Für? Backups. Genau. Wie ich es benutze zum Beispiel, ist bei mir, ich mache alle 5 Minuten einen Snapshot von wichtigen Verzeichnissen, die jeweils Dateisysteme sind. Man kann es nicht schon nur auf ein Filesystem machen. Und den schicke ich dann an einen Remote-Rechner. Weil das Gute bei Snapshots ist, man kann die senden und receiven über ein Pipe. Also da kann man eine Datei einschreiben. Man kann sagen so, ich möchte gerne dieses Dateisystem in einer Datei als Datei haben. Dann kriegt man das. Oder ich möchte den Unterschied zwischen diesem Snapshot und diesem Snapshot möchte ich haben. Den kriegt man auch, den inkrementellen. Und das mache ich alle 5 Minuten. Geht daher, macht einen Snapshot, schickt den Unterschied zwischen dem letzten und dem jetzigen Snapshot auf einen Remote-Rechner, wo das Dateisystem identisch wieder zurückgebaut wird. Weil man kann es auch receiven. Also bei mir läuft es so, ich mache einen Snapshot alle 5 Minuten auf meinen SSDs. Der wird rüber gesendet auf die Festplatten und zusätzlich noch in die Wolke, wo dann auch nochmal ein FreeBSD-Rechner mit ZFS läuft, der es dann annimmt. Und da ist auch nochmal, nur um sicher zu sein. Was passiert, wenn einer fehlt? Ich habe so ein Skript geschrieben, das genau das macht. Das schaut, wie viele sind da, welche passen mit welchen zusammen, okay, und so. Und der löscht auch dann im Hintergrund die älteren weg, so wie Time Machine auch. Also ich mache für die letzten 5 Minuten für den Tag, die letzte Stunde für die Woche. Also kann ich jede Stunde zurückgehen und Monate, Wochen war sogar. Hast du das getan? Ich habe das auch getan. Okay, cool. Du baust dann nicht immer alle 5 Minuten endlos inkrementell auf, sondern praktisch dann auch mal wieder die Stunde basierend bis zur nächsten Stunde, also mit größeren Intervallen. Nee, ich lösche dann die größeren Intervalle einfach weg. Der Trick ist, man kann einen Snapshot auch wieder löschen. Ich mache einen Snapshot auf dem Dateisystem von den SSDs alle 5 Minuten. Und zwar, ich sage, er soll 100 behalten, also im Skript kann ich halt sagen, 100 soll er behalten. Dann behält er, macht alle 5 Minuten Snapshots und behält auf jeden Fall 100, selbst wenn er gesendet hat und es OK gegangen ist. Die 100 habe ich immer. Und dann sendet er die rüber und schaut halt nach, welche Snapshots sind da die letzten, welche passen, mit denen ich da gemacht habe, weil ich kann ja auch manuell welche generieren zwischendrin. Schaut sich das an, okay, passt, und dann sendet er die Differenz rüber von den Snapshots. Und dann wird auf dem Zieldateisystem wird dann nachgeschaut, ist es die Snapshots, die älter sind wie eine Woche, habe ich da mehr wie einen pro Stunde, dann lösche ich den jeweils raus. Also ich habe da meinen Time Machine sozusagen. Das ist halt nicht so eine schöne Oberfläche, aber also nicht mehr. Das ging eine Zeit lang, dass man ZFS Snapshots im Time Machine gesehen hat. Momentan geht es nicht. Ich weiß nicht, ob sie das verkaufen wollen oder so. Keine Ahnung. Inheritance of Attributes, genau.
Man kann Attribute, im Filesystem kann man Attribute geben, wie zum Beispiel Compression. Dann sage ich, ich möchte in meinem Dateisystem, das jetzt mein Heimverzeichnis ist, dann möchte ich sagen, das möchte ich komprimiert haben. Dann sage ich, komprimiere das. Dann werden alle Dateien, die ab dann geschrieben werden, dann komprimiert. Wenn ich darunter, wie bei mir zum Beispiel, ich habe mein Heimverzeichnis, dann habe ich tilde library application support und sowas, habe ich eigene Filesysteme gemacht, damit ich die unterschiedlich backuppen kann. Und die inheriten die, also die übernehmen automatisch die Attribute des darüberliegenden Filesystems. Wenn ich also bei mir im obersten Filesystem sage, Compression an, dann geht das gleich für alle unteren. Ich kann aber auch sagen, so, ich möchte das unterste nicht haben, sondern das möchte ich nicht komprimiert haben. Wie zum Beispiel Sparse Bundles von gekrypteten Sparse Bundles, die komprimiere ich nicht, weil macht eh keinen Sinn. Was hat es mit dem Deduplizieren auf sich? Achso, eine Frage. Beziehungsweise, was ist Ditto? Gehen wir durch die Liste. Also Ditto ist die Möglichkeit, ich kann sagen, ich möchte mehrere Ditto-Blöcke haben. Das heißt, wenn ich eine Datei schreibe, soll diese Datei nicht nur einmal sein, sondern Ditto-Anzahl auf der Platte. Oder auf, wenn es ein Pool ist mit mehreren Platten, versucht er die auf mehrere Platten zu verteilen. Aber wenn es nur eine Platte ist, du hast ein Notebook, dann versucht er die Datei am Anfang und am Ende zum Beispiel zu schreiben. Irgendwo unterschiedlich. Zweimal. Das, falls du ein Dateisystem irgendwie die Platte macht schmal, hinten hast, dann hast du immer noch da deine Kopie. Da kannst du Ditto 3 sagen und dann macht er immer 3 Kopien. Wird natürlich langsamer, klar. Irgendwo muss es machen. Und Redundanz, Bauplatte. Genau, Bauplatte. DDAP ist genau das Gegenteil. Alle Daten, die identisch sind über eine SHA-256 oder eine andere Checksum, kann man angeben, die werden nur einmal abgelegt. Dann kann ich also eine Datei, die dreimal im Dateisystem ist, ist dann nur noch einmal auf der Festplatte. Geht das Datei oder auf Block? Auf Block-Ebene geht das. Ist das nicht ganz intelligent? Dann macht das. Er macht es richtig. Also er macht schon richtig. Im Filesystem siehst du da nichts vor. Das sind für dich drei Dateien, macht CP, kopierst die Datei. Das geht vielleicht ein bisschen schneller, weil er die Blöcke schon kennt, aber weil er nicht schreiben muss. Aber im Dateisystem hast du die Dateien. Du kannst sie weiterhin, da merkst du nichts von. Das wird unten drunter gemacht. Ist auf Mac nicht supported zurzeit mit der aktuellen Version. Braucht sehr viel Speicherplatz, also ungefähr 2 GB pro Terabyte. Dass man diese ganzen Hash-Tables sozusagen im Speicher hält. Dafür hat man auch so Cache-Devices normalerweise, dass man die halt in der SSD hat, dann geht es ein bisschen schneller. Ist aber momentan auf dem Mac eh nicht supported, weil der kann eh nicht den Speicher. Also bei mir benutzt er die. Ich glaube, 1 GB pro Terabyte Speicher, das er hat, ZFS benutzt er, den nimmt er sich, aber mehr nicht. Normalerweise ist ZFS so, dass gerade kalt sich einen Speicher, der frei ist. Und gibt den aber auch wieder frei, wenn jemand Speicher braucht. Compression, dann kann man die Checksum verändern, also man kann sagen, man möchte nicht den SHA-256, sondern Fletcher reichen, weil das ist eine schnellere Checksum, die ist aber nicht ganz so sicher. Kann man umstellen, dann kann man die Case-Sensitivity umstellen. Das geht natürlich alles von the fly. Also bei Case-Sensitivity weiß ich es nicht. Das haben wir noch nicht ausprobiert, ob das wirklich von the fly geht. Das könnte problematisch. Aber dieses Checksum oder Compression oder so, das kann man ein- oder ausstellen, wie man gerade los ist. Also wenn man gerade weiß, oh, man braucht gerade keinen Prozessorlast, dann speichere ich mit GC9. Kann ich auch machen. Aber das merkt man auf Mac Pro, merkt man da auf einmal die Maus springen. Wenn du da viel schreibst, dann will man das nicht benutzen. ZFS-Commands. ZFS klingt kompliziert, ist es auch, aber die Kommandos sind einfach. Also es gibt das Z-Pool-Command, um die Pools zu verwenden, habe ich also Create und Destroy, Attach-Detach, Status, dann sagt mir, was so sein Status ist, List, welche Z-Pools gibt es, und IO-Stat ist so wie das normale IO-Stat, und da kann ich sehen, was auf den Festplatten abgeht. Die letzten drei, also Z-Pool braucht man eh selten, weil man braucht es einmal, wenn man ein Pool generiert oder mal Lists dazu tut, danach nie wieder. ZFS ist das eigentliche Programm, was man mal benutzt. Da kann man halt Filesysteme createn und destroyen und Snapshots machen. Da kann ich jetzt sagen, ZFS Snapshot, das Pool und dann die Zeit und dann macht er das. Dann habe ich meine Version. Dann kann ich Attribute setzen, Send und Receive. Und dann gibt es noch Z-Stat, das zeigt dann so die Speicherauslastung vom ZFS. Und ZDB, damit kann man dann arbeiten, wenn man mal sein
FS zerschossen hat. Was tatsächlich, ich habe schon hingekriegt. Was ich, ja, aber es war nicht einfach. Doch, das ist relativ einfach. Ich weiß auch nicht, ob das immer noch geht. Das war, kann das sein, dass ich habe da im Januar sehr viel umgespielt. Das sollte mittlerweile ist auch stabil. Also bei mir stützt da nichts mehr ab, sondern das funktioniert einfach. ZFS auf Mac, wie kriege ich es? Von GetGreenBytes geht man hin, da muss man sich registrieren. Dann kriegt man einen Account, dann kann man es runterladen. Das ist also umsonst Zeug, und ich glaube, sie wollen es auch nicht. Das nennt sich Community Version, weil es halt nur Kommandozeile ist. Man hat einen System Preferences Pane, wo man es updaten kann, und man kann, da weiß ich gar nicht, so geht, kann die Disks damit formatieren. Man kann aber auch das selber machen, indem man folgende Kommandos einlädt, nämlich disk-util create disk, ZFS pool no format, dann das richtige Device angeben, ist ja richtig. Und dann zpool create tank generiert mir den zpool, der heißt tank, der heißt standardmäßig bei ZFS immer tank. Und die Disk angeben, dann habe ich schon ein fertiges Dateisystem, das ist gemountet, slash volumes tank ist dann da. Da kann ich schon drin reinschreiben. Dann bin ich schon fertig eigentlich. No, was macht die erste Zeile? Die erste Zeile macht einfach nur, dass mir eine Disk formatiert. Create Disk? Mit No Format? Disk-Util. Also Disk-Util ist Disk-Util ist ein Standard-Wrapper, um den ZFS-Command. Nee, Disk-Util ist ein Standard-Mac-Command. Ja, genau. Das hat man genommen. Das hat aber eine Option, die sagt... Es legt nur die Device an. Das legt jetzt eine Partition Table an auf dem Device. Ja. Das ZFS weiß, welche Partition für ZFS ist. Genau, dann ist man schon fertig. Du musst kein Filesystem erzeugen? Nein. Das braucht nicht down, kann nicht, das ist dann da. Okay. Das ist dann schon benutzbar. Das geht wirklich ratzfatz. Das kann man auch, ich habe es dann, das zeige ich dann gleich. Was ist Mac-Spit? Mac-spezifische Sachen. AFP gibt es ein Problem seit Mountain Lion und Lion. Und zwar hat es nichts mit ZFS zu tun, sondern mit AFP. Da hat Apple netterweise alle Dateisysteme, die nicht HFS sind, darf man nicht mehr über AFP sharen. Da gibt es einen Workaround rum, der ist dort hinterlegt. Also das ist der Liberate AFP heißt der. Dann Time Machine Backup onto ZFS Volume kann man machen, das mache ich zum Beispiel. Da habe ich also ein Dateisystem, wo dann ZFS hinspeichert. Kein Problem, weil man kann bei ZFS sagen, so nur 200 GB, dann fängt auch an, das ZFS das wegzuschmeißen, das Time Machine vielleicht nochmal wegzuschmeißen. Time Machine Start Backup, das ist der Link zu meinem Time Machine-artigen Skript, was mir von A nach B Backups macht, alle 5 Minuten. Und zwar entweder lokal oder halt auch remote auf einer anderen Maus. Autoscribe, das ist halt auch ein Skript von mir, weil ich schaue noch nach, wann der letzte Scrub war. Weil wenn man manuell mal einen macht oder wenn der andere ewig gelaufen ist oder so, dann kann man das auch in die Kontab reinnehmen. Das gehört zu den Style Machine Backups kurz dazu. ZFS Probleme, das Speed Application braucht halt viel Speicher. Das ist eh nicht supported auf dem Mac. 4 GB Sektoren. Man kann bei ZFS eine Option angeben, dass man 4 GB Sektoren nutzt auf der Platte. Das funktioniert wunderbar, das geht alles, aber man verbraucht sehr viel Platz zurzeit noch, wenn man RAID Z fährt. Weil dann auch das RAID Z. Ach ja, Software. Die Software, genau. Was ist die Standard-Sektorgröße? 512. Die neuen Kilobyte? Ja, Kilobyte. Halbe Megabyte. Nee, 512 Byte. Und das sind 4 Kilobyte. Ja, okay. Genau, die neuen Platten haben ja diese 4 Kilobyte, damit man sie ansprechen kann, überhaupt über den SATA, damit man die Größe noch hinkriegt. Non-Automatic Spares, ja, auf dem Mac funktioniert es nicht, dass die Spares automatisch eingebunden werden. Achso, bei Spares fällt mir noch gerade ein, ZFS unterstützt Sparse Files. Also wenn ich eine Datei anlege, die ich am Anfang schreibe und am Ende, dann belegt die auf der Platte nur das Anfang und das Ende und nicht irgendwas dazwischen. Mhm. Wenn ich einen MK-File auf eine Datei mache, die nur Nullen schreibt, ZFS weiß, das ist ein Nullerblock und das ist jetzt gleich wie ein Sparse-File, schmeißt den gleich weg.
Also da kann man sehr, sehr schnell kann man große Dateien erzeugen. Viel Luft. Gar nichts darf der Dateisystem. USB-Controller, das ist das Einzige, wo ich bisher Probleme mit ZFS hatte. Ich habe eine USB-Festplatte genommen, die abgezogen. Und die USB-Controller gibt es blöde, die sagen, sie haben alles geschrieben, haben sie aber noch nicht. Und ich weiß nicht wieso, ich habe die Labels lesen können auf dem, also ich habe dieses ZDB benutzt, um das zu debuggen. Ich habe eigentlich wahrscheinlich auf einem anderen Betriebssystem hätte man es wahrscheinlich lesen können, das ZFS. Auf dem Mac ging es nicht mehr. Ich habe es aber in letzter Zeit nicht ausprobiert. Der USB-Controller sitzt im Mac oder sitzt im Mac? Nein, ich habe eine externe Platte mit USB. Ja. Und der USB-Controller sagt so, ja, habe ich geschrieben. Ja. Hat es aber noch nicht wirklich auf die Festplatte geschrieben. Ja. Und wenn du sagst, es gibt welche, die besser oder schlechter funktionieren, dann gibt es halt welche, die Rechner ab oder nee, das hängt ab dem USB-Controller. In der Platte? Nee. Also in dem Gehäuse, in dem Gehäuse. Das kommt halt darauf an. Ja. Was für ein Überraschung hast, ob der da gut ist oder nicht. Da wird viel Schindluder getrieben. Mhm. Das sind oh. Links. So allgemeine für Mac. Und wenn so allgemeine für ZFS, dann der Jeff Bondwick und der Bill Moore, das sind die beiden, die haben sich das meiste davon einfallen lassen und auch geschrieben vom Code her. Also ZFS ist aus deren Hand. Dann, wie viel haben wir es denn? Also 45, schauen wir mal. Ich habe noch eine Frage, Patrick. Wie schaut es auf anderen Systemen aus? Also das auf dem Mac funktioniert. Also wenn ich mit einem Debian Squeeze anfangen will, geht da ZFS, gibt es da eine Chance oder muss ich das selber bauen und portieren? Oder? Also es gibt für Debian gibt es ein Package, das mittlerweile wohl auch stabil ist. Mhm. Das habe ich aber nicht überprüft. Mhm. Da gab es lange nichts, weil die immer über McFuse gegangen sind. Fuse-Dateisysteme. Weil die ein Problem haben mit der CCDL und der GNU. Ja, Lizenz, wechseln können. Der GPL. Ja. Das funktioniert nicht. Mhm. Die funktionieren nicht zusammen. Es gibt aber jetzt angeblich einen Port, ein Debian-Package, wo es dann geht. Keine Ahnung. Mhm. Bei FreeBSD kommt es von Haus aus mit. Da kann man das Root-File-System sogar ZFS laufen lassen. Das habe ich am Laufen. Dann Solaris bringt sowieso mit. Mhm. Und ich glaube, Mac gibt es halt jetzt das Zero. Und bei Mac geht nicht als Root-File-System. Nee. Das wird auch nicht von Apple irgendwie unterstützt werden, dass du andere Route. Also er könnte es vielleicht irgendwie einbauen. Aber da liegt nicht die Prio drauf bei ihm, glaube ich. Also ich habe bei mir schon seit Ewigkeiten immer eine separate Root-Partition und danach eine User-Partition gehabt. Jetzt habe ich es halt so, ich habe eine Root-Platte, da läuft halt HFS drauf. Slash System ist HFS und alles andere nicht. Nee, Slash und dann habe ich Slash Local ist bei mir, da Local Users, Local Applications, sowas, da ist mein ganzes. Okay, die Applications selber, die haben doch eigentlich auf Root-File-System auch nichts verloren, die können wir auch noch raushauen, oder? Deswegen habe ich Slash Local Applications. Ah, okay. Aber das habe ich halt aus Next-Zeiten, kommt es noch da, hat man das so gemacht. Ja. Da hat man die Next-Apps waren die, die mitgeliefert wurden, und die Local-Apps waren die, die man selber zumindest hat. Oh. Oh. Und hier haben wir auch. So gibt es günstige Fernseher. Genau, also hands-on. Ich kann es auch, aber das ist jetzt mir zu aufwendig. Ich habe es heute ausprobiert auf dem iPad mit einer SSH. Das geht auch, aber ich habe es jetzt einfach mal hingeschrieben, was ich gemacht habe. Heute. Probieren wir es heute. Z-Pool-Status, erstmal kein Puls da, nachdem man es installiert hat. Ja, so sollte es auch sein. Dann kann man, um es zu spielen, habe ich mal einen Temp-Test gemacht, Makefile 100 auf dem Temp-Test A, Zpool create temp auf mit der Datei, also mit dem Device sozusagen, A, bitte generell mein Pool. Und da kann ich Zpool Status aufrufen und schon habe ich ein komplettes Dateisystem. Das hängt unter slash volumes temp. Also stell dir mal vor, wie so ein Image, ein Damage oder wie auch immer, das ist ein File. Wie in Spaßbundle. Wie in Spaßbundle. Habe ich jetzt einfach ein File generiert und gesagt, das soll das ZFS benutzen zum Speichern. Genau. Da sieht man auch schon gleich so ein Statuskommando von Zpool. Bitte was? No known data. No unbekanntes. Das wird noch anders. Da sieht man auch gleich Lesefehler, Schreibfehler, Checksumfehler.
Dann hier die Größe, da sehe ich dann, ist schon 77 Kilobyte reduziert worden, ja, da wird wohl schon irgendwelche Überblöcke, werden wohl schon geschrieben worden sein. Dann habe ich mal /sbin nach Volume 10 kopiert. Jetzt ist das schon 3,83 Megabyte. Dann habe ich es gelöscht, dann sind es auf einmal 5,32 gewesen. Wieso? Ja, das ist, weil ZFS das noch sozusagen schon rausgeschrieben hat, aber noch nicht gelöscht hat. Erst in der nächsten Transaktion löscht er dann die Blöcke. Und da habe ich, glaube ich, Sync gemacht, genau, und dann Z-Pulse und dann war es auch mal wieder klein. Ah, okay. Wir reden also von einem Dateisystem, wo ich Platz auf der Platte brauche, um noch Dateien löschen zu können, um noch Platz zu schaffen. Sozusagen. Bei Transaktionen ist das so. Okay. Dann habe ich ZFS Z-Compression auf GZIP neu eingesetzt, um mal zu zeigen, dass es halt schön klein wird, wenn man es dann komprimiert ist. Das S dann rüber kopiert auf Volume Tank, dann ist auf einmal noch ein 2 Megabyte groß. Lass mich mal einhaken, das ist ja super eigentlich, wenn ich Bereiche habe, wo ich weiß, ich habe hier genau. Ein riesen Bilderarchiv, da schreibe ich zweimal im Jahr rein. Und dann kannst du da, brauchst du da nicht mehr Tabo oder sowas, macht er die Festplatte. Ja, großartig. Genau. Aber komprimieren kann halt ist auch schon. Yeah, right. Das machst du mal. So einfach. Hast du schon mal gemacht mit den Attributen? Das haben Apple nicht supportet. Man kann es für jede Datei einzeln komprimieren. Also das macht keinen Spaß. Was hast du gemeint? Wenn man es auch woanders hin kopiert, dann geht es nicht mehr auf ein älteres 10.4 oder so, dann sieht das der Attribute nicht. Dann kannst du die Datei nicht ausprobieren. Ja, und ZFS für 10.4 wird es wahrscheinlich auch kein funktionierendes geben. Für 10.6 ist es super. Wir machen es für 10.6. Wer will das schon? Also 10.6 kann ja auch komprimiertes ZFS. Dann habe ich ein zweites File, das B. Zum Mirror Tank habe ich B attached. Dann sagt er mir hier resilient. Ja, das ist auch richtig, weil wenn ich ein Mirror an ein Dateisystem hänge, dann macht er erstmal gleich, spielt er gleich alle fehlenden Transaktionen auf. Das heißt, warum ist es ein Mirror? Weil wenn man das attached zu dem anderen Device, dann wird es ein Mirror. Okay. Also, die haben Zieg-Optionen, da gibt es auch Add, dann ist es Stripe. Und das ist ein Stripe, wenn du Add machst. Und zwar nicht eins, das hintereinander ist, sondern dann macht er so. Also so macht er. Was man hier schon sieht, jetzt hat er da beide Pools. Dann immer noch No Data Errors. Naja, gut, ich meine, wir sind ja bei ZFS, da macht es ja auch mal Spaß, mal ein bisschen umzuspielen. ZFS Export Tank, das bedeutet, ich schmeiße das ganze Dateisystem raus, damit er nichts im Hauptspeicher hat. Und jetzt gehe ich auf die Datei, Test B, speichere aus dem DevRender. Mal eben Count C, also 10 Megabyte, speichere ich mal kurz in DevRender noch ein. Von DevRender in die Testdatei B. Also du überschreibst praktisch das Diskette. Ich überschreibe die ersten 10 Megabyte mit Random Data. Dann sage ich Z-Pool Import, mach mal. Und dann sagt er mir, wenn ich den Status mache, hier gibt es Fehler, aber das Wichtige, Applications are unaffected, no data errors. Er weiß, er hat keine Fehler. Weil die zweite Platte ist ja korrekt, die Checksums stimmen. Und das, was er jetzt gesehen hat, was schon falsch ist, hat er schon korrigiert. Er hat sich noch nicht die ganze Platte angeschaut, so ist nicht. Aber er hat schon mal festgestellt, 11 Blöcke sind schon mal kaputt, oder 11 Objekte. Das ist enorm. Dann mein Z-Pool Clear, das löscht die Fehlermeldung sozusagen und sagt erstmal, das passt schon mit den Fehlern, da sind gar keine wirklich drauf. Z-Pool Scrub Tank. Und dann sagt er mir hier, wenn ich einen Scrub mache, dann repairt er 1,59 MB. Das sind wahrscheinlich genau die, die ich gerade kaputt geschrieben habe, von meinen 10 MB. Und repariert mir und sagt auch immer noch No Data Errors. Jetzt habe ich auch keinen Fehler mehr in den Checksum. Dann habe ich mal den Mirror Backend mit Detached Tank XP. Habe es wieder exportiert, das Dateisystem. Habe
die gleichen 10 Megabyte auf Devran auf das erste geschrieben, da habe ich jetzt kein Backup mehr von. Jetzt geht's ans Eingemachte. Sage ich Z-Pool Import, Temptest Tank. Jetzt gut, jetzt wissen wir natürlich, gespeichert am Anfang und am Ende der Platte. Macht es einfacher fürs Dateisystem. Die Überblöcke. Das heißt, er findet auf jeden Fall einen validen Überblock und kann sich daran dran angeln. Angeln. Gleich nochmal. Jetzt hat er gesagt, Packet, 15 Data Rows, Use-V for List. Da sehe ich jetzt auch, okay, da gibt es keine. Da kann wohl was kaputt sein. Wenn ich wissen will, was kaputt ist, dann sage ich, ich mache mal einen Struct auf den Tank, dann geht er über alles drüber und schaut sich an, was ist kaputt. Dann mache ich einen Status-V und dann kriege ich auch genau raus, welche Dateien kaputt sind. Das finde ich sehr gut. Ich will wissen, was kaputt ist. Mhm. Ich habe gerade noch was mit dem. Irgendwas wollte ich noch gerade sagen. Also das Verzeichnis ist immer noch okay, weil halt er gemerkt. Also weil die Verzeichnisstruktur und so, da hat er so viele Kopien von, die sind ihm noch wohl okay. Wo er nicht mehr drankommt, die nicht okay sind, die zeigt er da, die kann er nicht mehr anzeigen. Dann zeigt er dir, das ist kaputt. Ranhandeln wolltest du dich. Ranhandeln wolltest du dich. Ranhandeln. Das Nette bei, wenn er merkt, er hat irgendwelche Probleme. Mit einer Festplatte, die kommt rein und die hat Probleme. Das Erste, was er versucht top-down die Daten zu restoren. Er macht also erstmal die ganzen Metadaten, dann die Datenblöcke, die, da kann man dann vielleicht in einer zukünftigen Version ist eingedacht, sagen, welche Dateisysteme einem wichtiger sind. Die versucht er zuerst zu restoren. Aber zuallererst versucht er erstmal so die ganze Struktur zu restoren, dass da nichts mehr kaputt ist. Und dann die Daten. Dass wenn was passiert, während er sozusagen, wenn ich jetzt ein Mirror habe und die zweite Platte geht kaputt, jetzt schiebe ich eine neue Platte rein, dann fängt er an zu resilbern. In dem Augenblick geht die erste Platte kaputt. Dann hat man dadurch, dass er oben anfängt, hat man schon mal so viel wie möglich gewonnen, weil jetzt kann er die Struktur aus der zweiten Platte lesen, aus der ersten Platte kann er auch die anderen Blöcke lesen, die vielleicht noch gehen. Also das ist echt nett. Das heißt auch, die File-Names und so weiter hat auch mehrmals verteilt. Also die ganzen Objekte hat er mindestens zweimal drauf. Also die File-Namen, also das sind alles Objekte. Aber offensichtlich waren die File-Names nicht in diese ersten 100 Megabyte, was du da. Nee, die werden schon versucht zu verteilen. Ja. Also das mit den ganzen Metadaten, die er noch zusätzlich abspeichert zu jeder Transaktion, das braucht ungefähr 1% an Daten-Overhead zu den Realdaten im Regelfall. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sum auf die Dateien mache, dann kriege ich halt von bestimmten Input-Output-Errors und von manchen nicht. Da weiß ich, die sind okay. Was ist ein Sum? Sum ist einfach nur eine ND5-Summe von den Dateien. Ah, okay. Uralt-Ding. Ja. Ich hätte auch SHA-256 machen können, aber dann passt es da nicht mehr hin. Bevor das noch den Pass was war das? Achso, das war Scrubbing, genau. Dann habe ich jetzt mal die Platte gescrubbt. Zeigt mir nochmal an. Jetzt habe ich mal /testin wieder drüber kopiert. Weil ich habe ja noch sozusagen eine valide Kopie bei mir im normalen Notfallsystem. Hab das drüber kopiert. Dann habe ich jetzt gesagt, okay, kopiere das drüber. Hab Z-Pool Status gemacht und dann kriege ich noch zurück nach dem Scrub. Die beiden dann. Scrub hätte ich vielleicht auch brauchen, glaube ich. Egal. Dann kriege ich auf jeden Fall zurück, diese beiden Dateien sind immer noch kaputt. Das sind aber noch die letzten beiden. Jetzt kann ich die beiden löschen. Ich glaube, warum hast du den Status mit Sudo gemacht? Den anderen vorher nicht. Den musst du mit Sudo machen, warum? Weil das ein Sicherheitsselekt wäre sozusagen. Nein, ich verstehe den Namen. Ich verstehe es nicht wirklich, weil die gehört ja die Dateien. Ja. Aber du kannst nicht dieses -V, um zu sehen, welche Dateien affected sind, kannst du nicht aufrufen als normaler Benutzer. Okay. Du okay. Da waren wir. Das haben wir genau. So. Genau, jetzt habe ich die letzten beiden Dateien, die er gesagt hat, die noch kaputt sind, jetzt habe ich die gelöscht. Kann ich die nicht mitmachen. Sie haben auch geschaut, ob ich da rauslesen, also nicht aus dem, sondern aus den anderen, die Bytes rauslesen kann, das geht nicht. Also entweder geht das nur da nicht oder dass er dann bei den Blöcken sagt, die sind kaputt oder so. Das habe ich nicht mehr gekriegt. Jetzt habe ich die gelöscht.
Jetzt kann ich dann nochmal sagen, Status, jetzt sagt er mir zwei Metadaten, weil das waren zwei Metadaten, die weg sind. Jetzt weiß er die Datei nämlich nicht mehr, weil ich sie überschreibe. Dann sage ich Scrub und dann findet er raus, jetzt habe ich habe ja gar keine Fehler mehr wirklich. Und jetzt kann ich auch sehen, jetzt habe ich normalen Data raus. Jetzt habe ich ein Dateisystem, was eben gerade noch richtig übel kaputt war. Kriege ich in einen Online-Zustand hin ohne ein FSCK, also gut mit dem Scrub, ich gehe durch die Datei, aber ich brauche nichts offline hin. Ich kann auf einem Live-Dateisystem arbeiten. Das ist schon ein Unterschied. Und diese Checksum 144 und 330? Genau. Achso, das war... Z-Pool clear, ja. Okay. Z-Pool start tank, dann gehen wir mal durch zur Sicherheit, findet er nichts mehr. Sagt er aus Scrub Repair 0 in 0 Minutes. Was macht der Clear? Was? Der Clear löscht die Fehler. Also, da macht einfach nichts anderes, wie die zurückzusetzen. Das kann man machen, wenn man eine Platte hat, die dauernd Fehler schmeißt. Macht man Clear, schaut mal, wie viel pro Sekunde da fallen, damit man die kaputt setzt. Das geht mit manchen Festplatten. Gut, das war schön.